Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute einen Eichhörnchen animieren lassen. Wir werden den einmal einen Sprung machen. Von hier bis nach da. Und ja, vielleicht kommt ja noch was, aber das ist auf jeden Fall der erste Part, weil das wird ein bisschen länger dauern. Einige Kleinigkeiten vorher. Wir haben einmal hier diesen Rig. Ihr werdet den am Anfang so haben. Genauso. Und was wir machen werden, ist natürlich uns erstmal auf den Körper zu konzentrieren, dass er einmal einen Sprung macht. Denn das sein Schwanz können wir dann am Ende. Was können wir hier machen? Wir können ihn ein bisschen bewegen, rotieren. Das machen wir aber alles erst im nächsten Teil. Deshalb markieren wir einmal hier unten. Machen auf Gimbal COG, machen wir einmal an. Denn wenn wir das aus haben, dann können wir den nicht noch. So, warte. Dann gehen wir auf den Control. Dann können wir den nicht bewegen lassen, wisst ihr? Und wir wollen halt nicht diesen Controller benutzen, um den zu bewegen, sondern hier den hier unten. Deshalb gehen wir auf den Controller hier, machen das an. Jetzt gehen wir auf, haben wir einen extra Controller dafür, um den hoch, links, rechts zu bewegen oder sonst was. Was wir auch machen ist, den Schwanz ausmachen. Das könnt ihr auch hier unten auf den Controller drücken und einmal Tail off machen. Könnt ihr einmal draufklicken oder zur Seite schieben. Wie wir jetzt anfangen, ist ganz simpel. Wir markieren einmal alles, drücken die Taste S. Ich habe mir jetzt Referenzen ausgesucht. Die werde ich wahrscheinlich entweder einfügen oder ja, muss ich gucken. Das wird auf jeden Fall die Standard sein. Was wir machen, wir gehen auf Frame 3 und er soll sich vorbereiten. Er soll einmal nach unten und mit viel Kraft nach oben springen. Obwohl, was einfacher ist, wir machen erstmal den Sprung, ja? Markieren einfach S, wird Frame 1. Gehen dann ungefähr auf 5 ungefähr, sagen wir. Oder, nee, Frame 8 ungefähr, sagen wir, ja? Wir gehen hier auf diesen Control. Ich habe vergessen, den blauen hier. Machen die so nach oben. So, der springt einmal so. Vielleicht ein bisschen weiter und nicht so hoch. So, ja. Und dann geht der ungefähr auf Frame. Okay. 15 würden wir sagen. Geht der einmal ganz nach unten. Machen hier auf Y0. So ungefähr. So. Ja, ein bisschen zurück. So. So, ja, so ist es gut auf jeden Fall. Das ist wie beim Bouncing Ball. So, ja. Okay, vielleicht müssen wir ein bisschen weniger machen, aber wir gehen erstmal in den Windows, in den Animationseditor, Graph-Editor. Gehen auf Translate Y. Es ist wieder verbuggt. Danke sehr. Wir markieren unten alle und machen hier Break-Tangents. Was wir noch machen können, ist Sway Tangents. Gucken wir uns das an. Wenn Musik hinten ist, im Hintergrund, dann liegt das daran, weil ich jetzt ein bisschen Musik höre. So. Ja. Okay. Ja. Wir markieren alles. Umschalttaste. Und schieben mal ungefähr 3 Frames zurück. So. Ja, okay, das passt erstmal. Wohl, da will ich auch nochmal Frame 7. Ja, so passt das auf jeden Fall. Jetzt machen wir die In-Betweens, also er soll sich ja vorbereiten zum Sprung. Wir gehen ungefähr auf Frame. Wir versuchen mal Frame 2. Jetzt machen wir einen kleinen Trick. Ihr seht schon, Maya hat schon ausgerechnet, dass er bei Frame 2 schon hier oben sein soll. Aber wir wollen, dass er noch auf dem Boden bleibt. Was wir machen? Wir gehen auf den Control, der zuständig ist, dass er hier oben nach oben geht. Markieren, drücken mittlere Maustaste gedrückt und gehen auf Frame 2. Was wir jetzt machen, wir gehen einmal zurück und ihr seht, er ist immer noch auf dem Boden, weil wir Frame 1 kopiert haben, dass er hier auf dem Boden bleibt. So, so, so. Er ist jetzt auf dem Boden, immer noch. Was wir jetzt machen auf Frame 2 ist, er soll einmal nach unten scratchen und bei Frame 3 mit voller Wucht nach oben. Wir könnten vielleicht doch lieber ein Frame nach vorne. Den Boden auch markieren so.
Und bei Frame 4 einmal ganz nach oben machen wir, ja? So. Was wir vielleicht noch machen könnten, ist eventuell seinen Mund aufmachen, weil ich glaube, ihr seht das gar nicht. Sieht man das? Hier ist so ein Control, dass wir den hier so rotieren können, dass er seinen Mund aufmachen kann. Also, ja, eigentlich ganz gut. So. Ja, der Rig ist das, der Rig ist kostenlos, das Rig. Also, wir machen einmal so. Ja, was wir machen könnten, am besten so nach unten. Bevor er den Boden hittet, würde ich gerne, dass er einmal so nach hinten. Machen wir noch ein paar extra Frames. Gucken uns das mal an. So. Machen noch ein paar extra Frames, dass er dann wieder in die normale, so ein bisschen weiter nach unten geht. Und dann wieder nach oben. So. So. Okay. Vielleicht da ein bisschen stretched. Auf Frame 9, auf Frame 11 noch ein bisschen. Dann vielleicht ein bisschen weiter nach unten. So, ich hoffe, ihr habt das mitverfolgt, weil ich habe jetzt gerade nicht viel geredet, ein bisschen nachgedacht. Ja, so würde das passen auf jeden Fall. Versuchen das so wenig wie linear wie möglich zu machen, das war jetzt doch nicht so gut. Ein bisschen, nee, wegen der Höhe darf das nicht so sein. Dass man wirklich das auf, dass man das richtig fühlt, dass wenn er auf dem Boden aufknallen würde. Was wir noch machen können, wir können noch ein bisschen was verfeinern. Können da nochmal seinen Mund aufmachen, ungefähr auf Frame 9. Nee, dafür ist es nicht zuständig. Das ist hier dieser grüne Control. Dann hier auf die Taste drücken natürlich. Aber wenn ihr wirklich einen anderen Videos verfolgt mit dem Bouncing Ball, die Basics, dann versteht ihr das auf jeden Fall. So. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, das passt. Das passt auf jeden Fall. Das war jetzt auch mit dem Video. Das war ein kurzes Video. Wir werden noch einen anderen Part machen. Wir werden dann mit dem weitermachen, dass er vielleicht auch nochmal so in unsere Richtung guckt. Dann nochmal in die andere Richtung oder so. Aber es sieht jetzt nicht so gut aus. Ja, machen wir das so. Also, vielleicht, dass er nochmal in die andere Richtung guckt und dann auch weiter jumpt. Dann haben wir natürlich noch das Wichtigste vor uns im zweiten Teil. Und das ist hier. Sein Tail, das würde jetzt so aussehen natürlich. Da ist gar nichts hier animiert, wir haben da gar nichts gemacht. Das machen wir aber im zweiten Teil. Lasst gerne ein Like da, ein Follow da, wir gucken uns das nochmal an. Also ich würde da ja nochmal eigentlich eine Pause machen, weil es noch ein bisschen steht und dann erst guckt. Aber das ist erstmal egal, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an. So, das ist das hier. Ja. Machen wir alles im zweiten Teil. Was ich euch noch zeigen kann, ist noch, wie man ein Playbest macht. Ihr geht hier auf die Timeline, drückt rechtsklick und macht auf Playbest. Drückt auf OK. Und dann habt ihr eine kleine Animation. So, was wir noch hinzufügen können, ist zum Beispiel eine Plane. Gehen auf Create. Oh, Create.
Wo ist jetzt Plane, Plane, Plane? Cube, Spare. Plane. Hier. Machen das ein bisschen größer mit dem Scalen. So, so. Wir könnten auch eine Box machen, dass sie über eine Box springt oder irgendwie sonst was. Dass sie halt auf dieses hier auf dem Boden. Davor ist halt nichts gewesen. Ja, das werden wir aber nächste Folge machen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da und viel Spaß.